Wir kommen heute mal wieder zu einer Folge von Insanity Clicker. Anlass ist, dass die Entwickler ja inzwischen den PvP-Modus vervollständigt haben. Und ja, da möchte ich mit euch mal kurz einen Blick drauf werfen und ein, zwei Runden PvP spielen. Ich habe den PvP-Modus auch schon mal ausprobiert und mit dem neuen Modus sind auch hier noch einige neue Errungenschaften dazugekommen. Das haben sie anscheinend inzwischen korrigiert, weil hier stand vorher überall Reach Level 1. Das heißt, hier muss man ein bestimmtes Level erreichen. Ich zeige euch gleich, wo ich da aktuell stehe. Dann gibt es hier ein Achievement, dass man 1500 Punkte in einem Match erreichen soll. Bisher war mein bestes 1200. Und wie ihr seht, ich habe es eben schon ein paar Mal gespielt. Das heißt, ich habe insgesamt schon über 44.000 Punkte in den PvPs gespielt und habe entsprechend schon 30 Kämpfe absolviert. Die 30 sind die, die ich gewonnen habe. Das heißt, ich habe noch mehr gespielt. Mal kurz schauen, weil direkt sehe ich bei mir die Statistik nicht, aber ich kann die Statistik sozusagen hier über den Infobereich anschauen. Der Spielphilosoph kann mich natürlich nicht selber bekämpfen. Also ich habe inzwischen 48 Kämpfe absolviert, davon eben 30 gewonnen und 18 verloren. Und man kann hier eben über die Buttons sozusagen ohne Tournament-Relevanz gegen jeden Einzelnen spielen, so er denn dann diesen Kampf annimmt. Aber natürlich geht es letztendlich darum, im Tournament zu spielen. Hier ist es, ihr seht, ich bin jetzt aktuell auf Stufe 21. Und hier braucht ihr eben eine bestimmte Anzahl von gewonnenen Kämpfen. Das heißt, mit jedem gewonnenen Kampf bekommt ihr hier einen Stern mehr. Ich weiß nicht, ob die Sterne später noch mehr werden. Auf jeden Fall müsst ihr letztlich eigentlich dann drei Kämpfe gewinnen, um eine Stufe aufzusteigen. Und damit seht ihr auch, also dass ich hier jetzt eben Stufe 21 bin, weswegen hier in den Achievements mit Stufe 20 würde eben hier Gladiator freigeschaltet werden und so weiter. Auf in den Kampf. Dazu muss ich mich erstmal hier anmelden, um dann, genau, hier startet schon dann der Countdown, das ist jetzt ziemlich schnell gegangen. Und ich muss hier in den einzelnen eben Bereichen, wo jetzt gerade dann die Hitzonen sozusagen aufgehen, möglichst schnell reinklicken. Darf nicht fehlklicken, damit, so wie jetzt eben der Bonus nicht verloren geht, damit ich nämlich bis zu 25 Punkte pro Klick bekomme. Und dann, was ich jetzt gerade noch mit der Tastatur aktiviert habe, mit den 1, 2, 3 Tasten. Da seht ihr schon. Also da hat auf jeden Fall jemand es geschafft, 1500 Punkte zu bekommen und ist inzwischen schon auf Rang 18. Und ich habe jetzt natürlich eine Stufe verloren, weil ich den Kampf eben nicht gewonnen habe. Das ist dann letztlich auch das Problem, dass das aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht besonders gut gebalanced ist. Das heißt, man wird einfach gegen irgendjemanden in den Kampf geschickt. Und der Nachteil ist im Moment, es gibt dafür auch bestimmtes Equipment, was ich jetzt natürlich hier noch nicht aktiviert habe, weil das ist jetzt neues Equipment. Das habe ich mir erstmal zugelegt über den Shop, weil da kann ich auch gleich noch kurz zeigen. Also mit dem PvP-Items gibt es hier jetzt ein neues Item, was dann jeweils für 75 eben drei PvP-Items zur Verfügung stellt. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, in welchem Umfang dieses Equipment auch hier im normalen Spiel gewonnen werden kann. Normal ist es so, dass man Equipments eben hier im Spiel einfach bekommt. Je nachdem, auf welchem Level man gerade ist, kann das halt zufällig droppen. Ihr seht hier, das Level hat jetzt keine große Auswirkung, außer ich glaube, dass die Werte dann teilweise auch ein bisschen höher sind. Aber generell hängt es eher davon ab, was für eine Qualität das Ganze hat. Hier nur die Zuordnung, eben welches Level das ursprünglich gewesen ist, wo das Ding gedroppt ist. Und ich habe aber bis jetzt noch keinen Drop bekommen, wo ein PvP-Item dabei war. Das heißt, hier diese drei PvP-Items haben nämlich dann durchaus schon recht erhebliche Auswirkungen, weil ich kann noch nicht einschätzen, wie hoch sie tatsächlich sind, weil ich denke, auch ein paar gehen davon auch auf die Punkte. Das heißt, statt der 25 Punkte kann man auf jeden Fall mehr machen, weil ich habe schon Gegner gehabt, die hatten einfach eine ungerade Anzahl, die nicht mehr durch 5 teilbar war und somit müssen die Punkte-Boni bekommen haben. Und hier sieht man eben, dass die Rage, unten dieser Balken, der dort sich aufgeladen hat mit jedem korrekten Klick,
eben dann gesteigert wird und umgekehrt, dass die Größe des Gegners, also dass die Targets bei ihm kleiner werden. Mal gucken, dann habe ich noch hier ein Umhängeschild, dass die jetzt hier neben den Parts auch Diamanten enthalten, also beziehungsweise Kristalle. Weiß nicht, ob das letztlich daran liegt, dass ich die gekauft habe oder ob das generell bei PvP-Items der Fall ist. Bisher habe ich jedenfalls noch kein normales Item gewonnen, wo das ebenfalls der Fall wäre. Also hier, dass der Gegner dann eben mehr bei Fehlern verliert und bei mir eben weniger. Und das letzte ist noch die Kriegsbemalung, das müsste hier sein. Und hier ist, dass meine Target-Size größer wird und dass die Zeit, wie die offen sind, eben auch ein bisschen länger gesteigert wird. Das heißt, in der Hinsicht ist eben schon einiges, einige Auswirkungen. Und wie gesagt, es ist mir aktuell nicht klar, in welchem Umfang es tatsächlich möglich ist, diese Dinge ja, im normalen Spiel freizuspielen. So, jetzt machen wir mal noch einen zweiten Kampf. Und mal gucken, wie gut ich gegen den jetzt bestehen kann. Wie gesagt, es ist wichtig, möglichst schnell natürlich den Rage aufzubauen und sich auch möglichst keine Fehler zu erlauben, weil das dann ziemlicher Verlust in den Punkten ist, vor allem in der Folgekette, dass man dann natürlich ja, einfach nicht die Punkte zusammenbekommt, um dann den Gegner tatsächlich zu schlagen. So, jetzt dürfte es gleich zu Ende sein. Ja, das war ziemlich knapp, aber mit 100% Akkuratesse und einem Treffer weniger habe ich es ihm trotzdem geschlagen. Und ihr seht hier mit 1046, da ist auf jeden Fall irgendeine Rüstung aktiv, die auf jeden Fall krummere Zahlen macht, weil normalerweise wären es ja sonst 10, 15, 20 und 25, was ich hier durch den Rage-Multiplikator letztlich bekommen kann. Ja, also soweit, das ist sozusagen das PvP-Feature. Jetzt bin ich eben wieder auf Stufe 21 und müsste jetzt eben insgesamt 3 Kämpfe gewinnen, bevor ich dann tatsächlich das Achievement für die 20 wahrscheinlich freischalten kann. Diese 3 Items, das eine ist letztlich, dass die Durchschlagskraft ist, dass die Dinger, glaube ich, größer werden und von der Zeit her, dass sie länger offen bleiben. Das sind sozusagen diese 3 Bonuswerte. Im Moment weiß ich noch nicht genau, wann es sich am besten lohnt, ob gleich zu Anfang, um eventuell schneller Rage aufzubauen, oder ob es sich mehr lohnt, wenn man dann auf 25 hat, dann natürlich einfach sicherer zu treffen. Oder ob sie an der Stelle dann doch relativ wenig ja, Zuwachs ermöglichen, dass man irgendwie schneller an Punkte kommt. Ja, also soweit ja, das neue PvP-Feature. Vielleicht ist es ja für euch nochmal ein Blick wert zu sagen, hey, da ist ein Ranking, da will ich unbedingt auf Platz 1. Das wird schon etliche Zeit dauern, bis es gelingt, dann hier eben sozusagen Platz 1 zu erreichen, weil bloß mal so grob überschlagen, wenn ihr für jede Stufe 3 Kämpfe braucht, die ihr natürlich gewinnen müsst. Also ich denke bei 25 mal irgendeinen, der hier sozusagen noch gar nicht angefangen hat. Genau. Also von 25, das heißt, ihr seid bei mindestens 75 Kämpfen, wenn ihr alle auf einmal, also wenn ihr alle hintereinander gewinnen könnt. Je mehr ihr natürlich verliert, desto länger dauert es, bis ihr auf Rang 1 kommt. Und ihr könnt davon ausgehen, dass die Leute dann auch nach und nach PvP-Equipment haben. Ja, vor allen Dingen ist es wichtig, dass ihr dann wieder rechtzeitig umschaltet. Das heißt, wenn ihr im Spiel vorangehen wollt, dass ihr dann letztlich auf die Ausrüstung geht, die euch die Spielboni bringen und vor dem PvP letztlich wechselt ja, auf die Ausrüstung, wo ihr PvP-Boni habt. Also soweit heute ja, mal wieder eine Rückmeldung von Insanity Clicker und ja, viel Spaß beim selber ausprobieren und überlegt euch, ob ihr die Challenge annehmen wollt, bis Platz 1 zu kommen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.